Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Stranger 2 Extension Mods. Ja! Der Mond. Schaut euch den Mond an. Aber nicht in die Sonne gucken. Ja, genau, Stranger 2. Was haben wir zuletzt gemacht? Genau. Wir hatten versucht zu überleben. Wie immer, weil es eben Wildnis ist. Genau, ich wollte einen Unterstand bauen. Hier war ein Raptornest auf der Halbinsel. Halbinsel, genau. Wo baue ich denn das am besten? Gibt es hier eine Quelle in der Nähe? Darüber habe ich gar nicht nachgedacht in der letzten Folge. Jo, Prof. Hast du eine Quelle? Nein, du kannst mir Raketenwerfer bauen. Toll. Aber ich brauche eine Quelle. 15 Eisenstücke? Für... Wow, ist das teuer. Wow, ist das... Hey, ein Volleyball. Naja, ja, da ist eine Quelle in der Nähe. Okay, dann kann ich hier auch was bauen. Dann kann ich mich hier auch ansiedeln. Und das werde ich wahrscheinlich am besten in der Nähe der Quelle machen. Ich wollte es eigentlich da machen, weil es recht eben da vorne ist, aber ich mache es am besten hier. Unterstand, bla bla. Und ja, das Bausystem hat sich, glaube ich, wieder geändert. Genau, man lagert die Sachen jetzt so ein. Hat man zwar vorher auch gemacht, aber... Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau, wie das damals funktionierte. Aber egal. Sei ruhig, Esel. Yay, Unterschnitt ist fertig. Und Skill hat sich verbessert. Weil man kriegt auch Bauerfahrung. Also Bastel-Skill-Erfahrung, wenn man Sachen baut. Das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Essen. Ich muss irgendwas essen. Ich brauche 3 Kekse. Ansonsten muss ich mir jetzt auch was zu futtern besorgen. Am besten irgendwelche Früchte. Es ist schon dritter Tag, deswegen kann ich wahrscheinlich schon ein paar Früchte suchen. Und ernten und essen. Und Glühwürmchen. Komm her, Glühwürmchen. Komm schon. Geht doch. Ich habe das erste Glühwürmchen gefangen. Die haben denselben Effekt wie die Schmetterlinge, nur 10-mal schwächer. Also nicht annähernd so nützlich, aber hey, besser als gar nichts. Außerdem kann man sie später für den Bau von Laternen verwenden, welche extrem nützlich sind. Da ist Hanf gewesen. Hühnchen. Ich sehe keinen. Ist doch schon der dritte Tag, ne? Spawn die erst am 4. Sonst sind die immer am 3. gespawnt. Naja. Tote Viecher. Wow. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich wegen der Essenssache machen soll. Schmetterling. Sehr gut. Liane. Bananen. Sind Bananen schon da? Juhu. Ich werde immer abgelenkt von irgendwelchen unsinnigen Sachen wie Schmetterling. What the fuck is going... Drei Adler. Ist hier ein Adlerhorst in der Nähe? Warte, sind das Adler? Nein. Ich hoffe nicht, Adler sind aggro. Das sind wahrscheinlich die nervtötendsten Viecher im gesamten Spiel. Nee, scheinen erst am 4. Tag zu spawnen. Den Hanf ignoriere ich jetzt erstmal. Einfach nur, weil ich im Moment keinen Bedarf am Hanf habe. Ich habe keinen Bock, schon wieder voll gekifft rumzulatschen. So. Töte ich mal das Hühnchen und nehme es aus. So. Knochen? Ne, das sind Eier. Ja, nur Eier. Nur Eier. Ernsthaft. Nur verdammte Hühnereier. Boah. Was ein Bullshit. Was ein Bullshit. Ach, komm schon. Geht doch. Noch ein Huhn. Bam. Ich brauche etwas Scharfes. Es ist doch was Scharfes. Komm schon, Mann. Federn, alles mögliche. Schmetterling. Fantastisch. Glühwürmchen, Schmetterling. Zeug. Oh Gott, Kraut und Bitterwurzel. Fantastisch. Beides relativ nützlich. So. Fantastisch. Davon noch einen Schmetterling einsammeln. Einen Kiwi töten.
Yay, mehr Fleisch. Fleisch in sich in mich reinstopfen. Ich meine, warum nicht? Ich bin wahrscheinlich jetzt voll weit weg von zu Hause oder von meinem Unterstand. Ich hätte schon fast Lager gesagt, aber ein Lager kann man das ja nicht wirklich nennen. Ja. Komm schon, gib mir mehr. Bam. Ich könnte eigentlich auch das Getreide ernten und die Körner in mich reinstopfen notfalls, aber ich glaube, diesen Tag überlebe ich noch so. Die ersten paar Tage sind immer etwas härter, einfach nur wegen den Früchten. Später habt ihr wahrscheinlich in meinem alten Let's Play gesehen, schwimmt man ja geradezu in Essen, in Früchten und so weiter. Es ist nicht wirklich schwer zu überleben dann. Außer man wirft Exkremente in die Mitte der Karte, worum die Tiere sich dann alle versammeln. Und dann auf einmal eine Nacht, ja, bricht die Hölle los. Es war sehr lustig. Ich hatte für eine lange Zeit meine Ruhe, aber ja, dann war ich so gut wie tot. Sehr gut. Nee, Kupfer. 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 Gib mir Kupfer, keine dämlichen Steine. Hallo Hase. Komm her, Hase. Komm her. Tut mir leid, Häschen. Ich muss dich ausnehmen. Ich muss es ausweiten. Ach nee. Kupfer. Gib mir mehr Kupfer, gib mir mehr Kupfer, gib mir mehr Kupfer. Ich sagte mehr. Mehr. Kupfer. Ach komm schon. Geht doch. Und noch. Wohl, jetzt müsste ich daraus eigentlich schon Dinge machen können, ne? Ich hab genau das, was ich brauche. Eine Kupferschale. So, das wird mir später zumindest helfen. Ein paar davon, ein paar davon. Ach komm schon. Ein paar Pilze einsammeln. Dürfte auch noch helfen. Dann weiteren Kiwi mästen. Mästen. Ausweiten meine ich. Ein bisschen essen. Und es wird dunkel. Wie weit sind wir von zu Hause weg? Oh, ziemlich weit. Wir müssen einmal quer durch die Insel rennen. Ja. Ach, das schaffe ich noch. Ah, außer diese Löwen werden mich jetzt zum Mittagsfraß essen. Ich habe gerade den lustigen Sprintbug gehabt. Normalerweise hätte ich nicht so lange springen dürfen. Aber was soll's. Oh Gott, ist das schon wieder dunkel. Glühwürmchen, komm her. Oh Gott, Raptor, oh Gott, Raptor, oh Gott, Raptor. Ich ignoriere das Glühwürmchen einfach mal. Karte, 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 danke. Gut, bin gleich da. Da vorne ist noch eins. Mal gucken, ob ich das Vieh kriege. Komm her. Komm her. Ach, scheiß drauf. Im Moment sind sie nicht so wichtig. Ah, da hinten ist mein Unterstand. Im Moment sind sie nicht so wichtig, sagt der Rico und rennt hinter dem nächstbesten Glühwürmchen hinterher. Ich sehe den Prof. Mit seinen stacheligen Akira Toriyama-Haaren. Naja, das war auch schon wieder der dritte Part von Svenja 2, damit auch der dritte Tag. Deswegen sag ich einfach mal, ciao, bis zum nächsten Mal. Bam! Ja, wenn ich die richtige Taste finden würde. Bam!